Hallo ihr Lieben, ich bin die Kim und heute gibt es von mir ein Flip-Through durch mein Insert für mein Travelers Notebook, in dem es bei mir um Bücher geht, also mein Book-Insert. Und hier direkt am Anfang ist eigentlich so mein Dashboard, wo ich irgendwas Schönes noch hinmachen möchte und halt auch Book-Insert hinschreiben möchte. Aber da, ich bin nicht so kreativ und da ist mir bis jetzt noch nichts eingefallen, deswegen ist das jetzt hier erstmal noch frei. Dann haben wir mein Index, also mein Inhaltsverzeichnis, wo ich so die Seiten hinschreibe, was Besonderes da drauf ist. Ich tue auch die Seiten selber nummerieren, wie ihr gleich auf der nächsten Seite seht. Erstmal zum Nummerieren. Ich tue immer nur die rechte Seite nummerieren, also 4, 6, 8 und so weiter und so fort. Könnt ihr euch ja denken. Und so kann ich es halt eben vorne in den Index eintragen. Hier auf dieser Seite, und deswegen ist die Seite auch frei, damit ich eben noch mehr Platz habe, schreibe ich die Bücher hin, die ich in 2017 gelesen habe. Und zwar mache ich einfach immer dieses Dreieck, wenn ich eins anfange. Und wenn ich es beendet habe, wird es ausgemalt. Hier dieser Strich bedeutet, da war der Januar zu Ende. Und wie ihr hier seht, die Feuerheilerin, das ist nicht mit Orange ausgemalt, sondern mit Blau. Weil Blau die Farbe für den Februar bei mir ist und das habe ich im Februar beendet. Also alle, die ich nicht in dem Monat beende und daher nicht Orange ausmale, werden dann mit der Farbe des Monats ausgemalt, in dem ich mich gerade befinde. Ich habe nämlich in meinem Bullet Journal für jeden Monat eine Farbe und die benutze ich dann auch hier gerade für solche Sachen. Die Seite ist auch noch frei, auch noch für meine Bücher 2017. Ich denke, da werde ich irgendwann noch weiter hinten weitermachen. Ich habe nicht gedacht, dass es direkt so voll wird, aber ihr seht ja, wie das noch nach nicht mal 2 Monaten voll ist. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht reichen. Hier habe ich Authors to Watch, also einfach so meine Lieblingsautoren oder Autoren, die ich einfach im Hinterkopf behalten möchte. Da habe ich bis jetzt noch nichts ausgefüllt, weil ich habe das noch nicht so lange, dass ich das Büchlein fertig gemacht habe und habe einfach mal so ein paar Spreads aufgeschrieben, die ich hilfreich finde, habe aber noch nicht alles ausgefüllt. Deswegen, da wird bestimmt im Laufe der Zeit einfach noch einiges dazukommen. Falls ihr euch wundert, wenn ihr mein Bullet Journal Video nicht gesehen habt, diese Zahlen hier oben, das sind immer die Farben von den Tombows, die ich benutzt habe. Dann ist es auch noch sowas, was ich halt aufgeschrieben habe, wo aber über die Zeit noch was dazukommen wird. Und zwar sind es meine Serien, oder was ist nicht meine Serien, sondern halt einfach Serien aus den Genres. Einmal Fantasy und einmal Dystopien, wo ich einfach direkt am Anfang mal so Serien, die ich im Kopf hatte, aufgeschrieben habe. Und da werden natürlich noch viele dazukommen. Das heißt auch nicht, dass ich die alle gelesen habe oder alle lesen möchte. Zwar in dem Fall stimmt es auf jeden Fall, die möchte ich alle lesen. Habe auch einige davon schon gelesen, aber generell möchte ich halt einfach hier Serien aufschreiben. Hier habe ich noch Sci-Fi-Serien. Ja, und das ist eigentlich so der Hauptteil meines Inserts. Das sind Bücher oder die Bücher, die ich lese. Und zwar immer, wenn ich anfange, ein Buch zu lesen, schreibe ich das hier rein. Wenn ich es beendet habe, kommt hier das Häkchen. Und außerdem haben wir hier noch die Zahl. Das ist einfach mein... Ich zähle einfach immer mit, wo ich gerade bin. Aber ich werde das noch genauer erklären weiter hinten, weil da hat sich noch ein bisschen was verändert an den Sachen hier. Deswegen kommt das später. Hier nochmal. Hier seht ihr schon mal das erste ein bisschen interessante. Und zwar habe ich hier immer nur so einen Strich, einfach um das nächste Buch anzuzeigen. Und hier habe ich, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, mehrere Striche, weil hier war der Monat zu Ende. Und hier habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen angefangen, das mit den Farben zu verändern. Und zwar ist für Februar meine Farbe ja dieses Blau. Und das heißt, ich mache es jetzt ab jetzt immer so, diese Striche und das Angemalte hier ist immer die Farbe von dem Monat, also zumindest von dem Monat, in dem ich es angefangen habe, genauso wie die Zahl. Und das Häkchen ist die Farbe von dem Monat, in dem ich es beendet habe, zum Beispiel hier. Da habe ich das zwar noch nicht so gemacht beim Anmalen, aber im Januar war meine Farbe pink und da habe ich das hier einfach mit dem Pinken das Häkchen gemacht. Dann habe ich hier ein kleines Ding für Rezensionsexemplare. Das habe ich natürlich noch nicht viele, also eigentlich habe ich nur NetGalley-Rezensionsexemplare. Aber ich möchte die halt trotzdem aufschreiben, damit ich den Überblick habe. Und da habe ich hier einfach das Buch. Woher? Also eigentlich immer NetGalley, bis auf eins. Das habe ich euch, na, ich weiß nicht, ob ihr auch meine Büchervideos guckt, aber eins habe ich über Instagram bekommen von der Autorin. Dann einfach hier, ob ich es gelesen habe. Das ist jetzt auch nicht gerade aktuell. Das muss ich noch aktuell machen. Dann die Rezension, wo ich die gepostet habe. Und irgendwelche Notizen dazu. Also hier habe ich zum Beispiel hingeschrieben, wenn ich es vor dem Veröffentlichungsdatum bekommen habe, habe ich hier das Veröffentlichungsdatum hingeschrieben.
Und zum Beispiel gerade das eine, das ich von Instagram bekommen habe, da ging es eben darum, dass ich halt auch eine Amazon-Review schreiben soll. Nicht unbedingt eine Goodreads oder eine Netgalley oder sonst was, sondern Amazon war wichtig. Deswegen habe ich das hier hingeschrieben. Das wird aber das nächste Spread, werde ich wahrscheinlich so vertikal machen, nicht horizontal, weil ich das, glaube ich, sinnvoller finde. Dann geht es hier wieder weiter mit meinen Büchern. Und hier, wo sieht man das denn gut? Ja, gut. Hier habe ich es jetzt nicht mehr so schön. Meine Schrift ist nicht mehr so schön. Aber zum Beispiel seht ihr, ich habe hier mit einem dünneren blauen Stift, das ist der hier, immer noch mal was hingeschrieben. Und zwar, wenn es das Buch zum Beispiel, wenn ich es auf Englisch lese, und es gibt es auch auf Deutsch, habe ich dahinter den deutschen Titel zum Beispiel hingeschrieben oder den deutschen Verlag, die deutsche Seitenzahl. Das alles habe ich in hellblau geschrieben und genauso hier habe ich immer hingeschrieben, wenn es von Netgalley ist. Was ich jetzt im Endeffekt aufschreibe für meine Bücher, ist einmal der Titel. Oder machen wir hier weiter. Hier ist es so, wie ich es behalten möchte jetzt eigentlich. Den Titel. Die Serie, wenn es eine Serie gibt, der Autor, der Verlag, die Seitenzahl. Und dann hier bei gelesen habe ich zum Beispiel in dem Fall Audio, also ein Hörbuch auf Englisch und wann ich es angefangen habe und dann natürlich auch, wann ich es beendet habe. Dann das Erstveröffentlichungsdatum, wo ich die Review gepostet habe, also meistens mein Blog, Goodreads und Instagram oder eventuell auch ein Video und Notizen zu dem Buch, wenn ich welche habe. Und hier bei The Assassin's Blade, das habe ich noch gar nicht geschaut nach den deutschen Sachen, sonst würde halt zumindest der Titel auch auf Deutsch dran stehen und das Release-Date und solche Sachen eben. Und bei den Seitenzahlen, da schreibe ich nochmal die hin, von dem, wie ich es gelesen habe. Also wenn ich es auf E-Book lese, dann schaue ich nach den E-Book-Seitenzahlen. Wenn ich es jetzt Hörbuch gehört habe, dann nehme ich einfach das, was bei Goodreads direkt schon dran steht, das erste von der ersten Edition. Und dann hier, das ist eigentlich mein letztes Spread, ist mein Haul Spread, wo ich hinschreibe, was ich gekauft habe, einfach um so ein bisschen einen Überblick zu haben, wie sich meine Büchersammlung weiterentwickelt, weil was ich gelesen habe und so, das habe ich zwar alles hier für mich, aber im Endeffekt habe ich das alles bei Goodreads, aber gerade so meine Haul, das ist ganz interessant, das nochmal extra zu haben. Hier habe ich einmal ein Dreieck und einmal einen Kreis. Der Kreis ist für ein richtiges Buch und das Dreieck ist für ein E-Book, wenn ich ein E-Book gekauft habe und angemalt ist beendet, wie vorne auch schon. Dann habe ich nur hier wieder einen Strich gemacht, wo der Monat zu Ende war, damit ich das halt auch monatstechnisch im Überblick habe. Und hier ist nur auch wieder, geht's weiter mit meinen normalen Büchern und sonst habe ich hier jetzt nichts in dem Büchlein. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche genaueren Fragen dazu habt oder so, lasst mir die ruhig in die Kommentare da. Und ja, wenn ihr noch andere Ideen habt, was ich reinschreiben könnt, sagt mir das gerne auch. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr könnt mich gerne auf YouTube abonnieren oder mir einen Daumen hoch geben. Tschüss!